Hallo liebe Freunde der Bildbearbeitung, es wird wieder mal Zeit, dass ich euch ein kleines Tutorial liefere. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus Stuttgart und habe dort ein wunderbares Shooting mit sehr coolen Models gehabt. Und das ist eines dieser Bilder, die mir aus der Serie sehr gut gefallen. Und ich habe ja einen kleinen Fehler gemacht und den gebe ich offen ehrlich zu. Bei Model-Shootings, wenn Models stehen, wäre es für den Fotografen, gerade wenn man lange Beine abbilden möchte, immer recht vorteilhaft, wenn man sich ein wenig unter das Model stellt. Das heißt, dass man eher eine demütige Position einnimmt, so wirkt dann das Model, die Figur des Models, einfach viel schlanker und viel graziler, weil sie einfach in die Höhe strebt. Und das habe ich hier falsch gemacht. Man sieht das, ich habe hier die Pose vielleicht einfach nur ausnutzen wollen, weil das Model es vor mir getanzt hat. Und ich habe einfach einen Schnappschuss gemacht und ich bin momentan so in Kinn-Augenhöhe vielleicht. Ich habe gerade reingeschossen und wenn man sich die Beine ansieht, das Model hat in Wirklichkeit ewig lange Beine, nur durch diese verkrümmte Perspektive, die ich gewählt habe, wirken die ein wenig gestaucht. Und in diesem Tutorial geht es jetzt darum, wie kann man schnell einen solchen Fehler ausbessern und wie kann man, ohne dass es unrealistisch aussieht, diese Beine einfach verlängern und wieder schön strecken. Das geht wie folgt, wir brauchen als allererstes einmal eine zweite Ebene. Wir momentan arbeiten hier auf der Hintergrundebene mit Command J, duplizieren wir sie einfach und kriegen eine neue. Wir werden aber auf der Hintergrundebene arbeiten, weil die Hintergrundebene vergrößert werden muss. Dazu wechseln wir in das Freistellungswerkzeug. Und das Freistellungswerkzeug hilft uns jetzt, wir ziehen jetzt einen Rahmen hier herum, das Bild einfach mal in der Dimension ein bisschen länger zu machen. Nach unten hin wird das jetzt ein wenig vergrößert und mit Enter bestätigt. Man sieht hier schon, Photoshop hat hier ja kein Bild, deswegen setzt er einfach mal einen weißen Rand hier ran. Gut, als nächstes geht es in das obere Bild wieder und da brauchen wir jetzt das Auswahlwerkzeug. Hier eignet sich sehr gut das Rechteck. Dieses Auswahlrechteck hilft uns jetzt, das Bild zu halbieren. Ich möchte hier in Hüfthöhe einfach diesen Teil vergrößern bzw. verlängern. Mit Command J werden wir diese Auswahl, die wir gerade getroffen haben, jetzt duplizieren. Und mit Command T, hier seht ihr schon, können wir jetzt das Ganze transformieren. Und mit einem Klick nach unten ziehen wir das Bild jetzt einfach ein wenig länger. Das Ganze wird bestätigt. Und wenn man die Ebene 2 ein- und ausstellt, sieht man jetzt schon, man hat die Beine sehr gut gestreckt. Und das ist eigentlich der ganze Clou an der Geschichte. Klingt einfach, ist es auch. Und wenn wir hier nochmal ein bisschen reinzoomen und ein- und ausschalten, ihr werdet sehen, es gibt hier keine auffallenden Kanten, keine auffallenden Stellen, die einem Betrachter, der das Bild jetzt vorher noch nie gesehen hat, vielleicht auf die Schliche käme, dass man hier etwas mit Photoshop bearbeitet hat. Tja, und wenn einem das jetzt so gefällt, kann man wirklich die obere mit Command E wieder auf die untere Ebene kopieren und man hat der Dame die natürlichen Beine wiedergegeben, die sie schon vorher hatte.